Moin Moin, herzlich willkommen bei Pommer Fishing. Wir haben heute richtig geiles Wetter. Wir haben Ende Februar. Die Hechte stehen kurz vor der Laichzeit, ziehen hier in die Flachwassergebiete, hier in den Bodden. Also haben wir uns natürlich hier aufgemacht zu einem unserer Lieblingsspots und wollen hier heute versuchen, den einen oder anderen Hecht rauszunageln. Mit dabei haben wir heute Cody. Moin, Hallöchen. Und Splatty. Mahlzeit. Der vorhin schon richtig schöne Drohnenaufnahmen gemacht hat. Ja, wir gucken mal, was uns hier heute erwartet. Wenn wir Glück haben, haben wir Sternstunden. Wenn wir Pech haben, läuft das natürlich richtig scheiße, aber das müssen wir sehen. Wie gesagt, wir haben heute einen ganzen Tag Sonnenschein, ist angesagt. Also viel Lichtanfall im Wasser, leichten Wind, eigentlich gut. Aber wir müssen natürlich auch die Spots finden, wo die Hechte halt stehen, ne, und hoffen, dass sie halt aktiv sind. Ja, wenn ihr Bock habt, bleibt dran, zieht euch rein. Let's go! Bis später. Ja Leute, ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr reingeht ins Wasser, in die Flachwassergebiete, versucht wirklich, die Flachwassergebiete auch nochmal ein Stück weit auszufischen. Ich verwende da so einen kleinen Gummi hier mit einem Weightless-Offset-Haken und versuche den dann halt relativ flach über den Bogen hier zu führen, schilfnah auch teilweise. Weil ich habe schon die ein oder andere Erfahrung gesammelt, dass die Hechte dann auch tatsächlich hier direkt schilfnah stehen. Auch keine schlechten manchmal, kann manchmal auch richtig gute mit bei sein. Und deswegen ist es manchmal gar nicht so verkehrt, einfach mal direkt beim Reinlaufen die Flachwasserbereiche abzuschmeißen. Ja, Fisch! Aber vorsichtig gebissen, du. Ganz vorsichtig. Danke, Digga. Aber so vorsichtig hat er gar nicht. Negri, Diggi. Aber der hat sich nur so raufgeschoben, ne? Ja, war bei mir schon auf. Petri! So, Alter, ist das ein fetter Hund, wa? Jo. Alter. Das ist ein fetter Hund. Oh, die 90 hat er. 90 hat er. Du hast Mastings mit, ne? Ja. Schöner Moppel. Oha. Was hat das denn da rausgeholt? Oha. Guck doch mal. Fett. Warte mal, hab ich noch ein bisschen im Licht. Der fährt noch. Ich verwende hier die Diver Tournament AGS, 28 bis 84 Gramm Wurfgewicht. Damit kann ich auch mal etwas schwere und größere Köder fischen. Und die Route hat eine Spitzenaktion, geht aber gut in eine Parabolik. Das ist eine ideale Route eigentlich für so eine Angelei, die ist leicht und sehr handlich, fässt sich angenehm an, fischt sich angenehm. Ja, und hat eben auch ordentlich Backbone für den einen oder anderen größeren Fisch mal. Ganz wichtig beim Wattangeln ist halt eine vernünftige Watthose.
viele gehen ja jetzt zu der Jahreszeit, wir haben Ende Februar, gehen mit Neoprenwatthosen. Aber ich bin halt nicht der Freund davon und habe mir halt einen atmungsaktiven Wattanzug geholt von Skiera. Tipptopp, also ich bin sehr zufrieden damit. Ja, ansonsten zum Wattangeln warm anziehen auf jeden Fall im Winter, sehr warm. Ja. Und ja. Also das mit der Warthose hatte ich für ein Gerücht, meine hat vor 15 Jahren 40 Euro gekostet. Ich habe ja auch nicht über den Preis gesprochen. Wieder so. Hier vorne. Wieder. Nur rein. Ganz kurz gezappelt. Dann weg. Kurz nachgeschnappt. Wie soll ich aber angehauen? Ja. Oh. Kann das wahr sein? Kann das wahr sein? Hast du gesehen, ne? Mhm. Einer vor mir. Den dritten Mal hatte ich ihn. Mhm, schön. Ich hab. Da ist er! Petri! Ah, danke, Divi! Gut, immer verstauen. Und Stinger. Stinger, ne? Hm. Wahnsinn. Ganz spitz. Da ist die Cam, da ist die Cam. Ich hab den gerade zweimal gebissen. Direkt vor unserer Nase. So 5 Meter bis 10 Meter vor uns. Und beim dritten Mal vorbeiziehen, klatsch. Hängt der. Da haben wir nochmal richtig ein paar gegeben. Wie hat er gesagt? Klatsch! Aber das ist, es ist so heftig, habe ich vorhin schon Philbis gehabt, Tobias auch, und die beißen so vorsichtig heute. Mega vorsichtig. Gut, dass deine Route schwimmt. Das schwimmt. Scheiße. Meine Mädchen. Aber da siehst du mal, dass sie schwimmtauglich ist. Ja, und nicht gleich untergeht. Besten Dank an die Japaner. So. Da ist er. Tipps von Tobias noch hinzufügen möchte, ist, dass ihr unbedingt eine Zange mitnehmen solltet. Das ist klar. Ganz, ganz wichtig auch, zeige ich euch jetzt mal, das habe ich auch immer mit dabei, ein Pflaster. Ja, es kann sich immer jemand verletzen auf dem Wasser. Gerade beim Hechtangeln kann es schnell mal passieren, dass man irgendwie ja, die Hand irgendwo an den Zahn rutscht oder so, man blutet dann wie verrückt. Haben wir alles schon erlebt und da war es schon manchmal richtig Gold wert, dass wir eben so ein selbstklebendes, also so ein Klebepflaster hier mit dabei hatten. Kriegt ihr überall in der Apotheke für, weiß ich, 2 Euro oder so. Sollte man auf jeden Fall immer mit dabei haben. Dann ist darauf zu achten, dass ihr auch eine Rute verwendet, die nicht zu hart ist, ja, die nicht zu straff ist, weil ihr drillt, ihr dürft nicht vergessen, ihr drillt den Fisch direkt bei euch ran, an euren Körper. Ihr habt die Rute dabei manchmal in einen ziemlich steilen Winkel einfach, ne, oder in ziemlich engen Winkel. Und da muss die Spitze natürlich auch ein bisschen mitgehen, ne? Gerade wenn die Fisch keschert und da ist es dann schon ganz gut, wenn man dann eine Route hat, die halt noch ein bisschen Parabolik hat. Ja,
Ich kann euch auch empfehlen, dass ihr unbedingt darauf achtet, wie ihr auch durchs Wasser wartet. Und zwar ist es eben, ja, oder ist eben darauf zu achten, dass ihr nicht zu schnell lauft, dass ihr vorsichtige Schritte macht, immer so ein bisschen euch abtastet, weil es könnte immer wieder mal ein Stein kommen, es könnte ein Loch vor euch sein, so eine kleine Grube, der Boden könnte auf einmal deutlich weicher werden, das alles können Stolperfallen sein und dann liegt ihr ruckzuck im Wasser. Ja. Sehr, sehr nice wäre auch natürlich, gerade bei so einem Wetter, immer auch eine Sonnenbrille mit dabei zu haben. Am besten eine polarisierte Sonnenbrille, damit ihr die UV-Strahlen nicht zu sehr, nicht zu stark jetzt vom Wasser und von der Sonne eben auch in eure Augen bekommt. Die Augen werden müde dadurch und ja, somit hat man einfach auch nicht so die volle Konzentration auf Dauer, um eben zu fischen. Ja, nochmal, ja, vielleicht doch kein so unwichtiger Tipp. Wir hatten nämlich gerade Spetti, der muss eben mal kurz raus für kleine Angler. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, der an so Tagen, wo wir mit Warthose losziehen, morgens wenig trinkt oder generell wenig trinkt. Ich trinke morgens vielleicht so ein halbes Glas Wasser, verzichte auf Kaffee, ich verzichte auf Energy Drinks und trinke dann höchstens vielleicht nochmal so ein, zwei Schlucken, bevor ich ins Wasser gehe. Einfach damit ich nicht pinkeln muss. Denn gerade hier auf dem Bodden seid ihr manchmal ja mehrere hundert Meter weit raus im Wasser. Und wenn dann natürlich die Blase drückt, dann müsst ihr mehrere hundert Meter zurücklegen, um ja, euer Geschäft zu verrichten. Ja, dem möchte ich natürlich vorbeugen und schaue eben, dass ich halt ja, so wenig Flüssigkeit in meinen Körper haue, wie es halt nur möglich ist, ne? Wenn man es dann eben kann. Ne? Ich helfe mir manchmal dann auch mit so ein paar Lutschbonbons. Ich nehme dann gerne mal so ein paar Nimm 2 mit und habe dann dadurch immer ganz gut Geschmack auch mal im Mund und feuchte mein, ja, meine Mundschleimhaut einfach mal so ein bisschen mit an. Ja, einfach mal so ein kleiner Randtipp. Jo, für uns ist die Session heute durch. Wir haben jetzt aufgehört zu angeln. Godi, der ist schon los, der hat einen Termin noch im Angelladen hier in der Nähe in Stralsund. Ganz richtig, ganz liebe, richtig. Liebe Grüße an Mirko von Fischer, mein Partner. Du hast Schuld. Godi hat noch ein Date mit dir, Mirko. Nee, dann machen wir jetzt mal jetzt das Extro des Videos. Ja, wir hatten jetzt 2 Fische. Einen richtig guten direkt heute Morgen, 90er Fisch, eine sehr, 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 sehr gut genährte Dame. Ich würde sogar behaupten, es war der schwerste und fülligste 90er Fisch, den ich überhaupt in meinem Leben gefangen habe. Also die hat ordentlich Wurms gehabt. Dann nochmal einen kleinen hier hinten zum Schluss und zwischendrin noch ein paar Bisse. Die haben sehr, sehr vorsichtig gebissen, sehr spitz gebissen, auch die Fische. Wir haben nicht alle haken können. Und konnten jetzt so mit 2 landen, aber gut, das ist okay. Haben jetzt ein paar Köder noch ausprobiert, auch unsere neuen Köder mal ausprobiert. Und ansonsten, ja, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr unsere Videos kommentieren würdet, wenn ihr sie liken würdet, würde uns sehr freuen, natürlich auch abonnieren würdet. Da würden wir uns mega darüber freuen, wenn sie euch gefallen, die Videos. Und ansonsten, ja, wünschen wir euch alles Gute, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, macht's gut, ciao. So I pull up inside my cup and I just sip till I can't feel it.